Peace Friends, ich weiß, lange ist es her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe. Ich glaube jetzt mittlerweile sogar schon 9 Monate. War auf jeden Fall sehr, sehr viel los bei mir, weswegen ich YouTube ein bisschen pausiert habe. Ihr seht schon, neue Location ist am Start. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen was erzählen, wieso, weshalb, warum. Wen das nicht interessiert, ich zeige gleich auf jeden Fall die ganzen Boo Man Pieces. Ihr könnt auch unten in der Beschreibung in die Timestamps gucken, dann könnt ihr direkt zu den Pieces springen. Aber jetzt einmal kurz, was hier abgeht, warum neue Location und so weiter. Ja, wie ihr seht, neuer Background ist am Start, denn ich habe mir ein Office gemietet, um einfach noch ein bisschen professioneller alles hier aufnehmen zu können. Aktuell warte ich noch auf ein weiteres Mikrofon, deswegen habe ich hier gerade die Bag einfach mal so ein bisschen umgehangen, damit ich das Mikro hier halbwegs gut positionieren kann, was ich aktuell habe. Aber da wird demnächst auf jeden Fall noch was ankommen, dann sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus. Aber ja, ansonsten kann ich nur sagen, neuer Background finde ich sehr, sehr nice. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze findet. Also schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Vor allem auch, ja, falls ihr Bock habt, ich werde die Dinger mal verlinken. Einfach bei Amazon gefunden, diese Kleiderstangen quasi. Ich finde, die sehen mega, mega nice aus. Falls ihr Bock habt, kann ich gerne auch mal ein ganzes Office-Roomtour machen. Vielleicht habt ihr da ja auch Bock drauf. Ansonsten geht es natürlich los mit den ganzen Boo Man Pieces. Heute habe ich einige heftige, ja, Strick-Sweater, Cardigans, wie auch immer, viele Sachen am Start für euch von Boo Man für einen sehr, sehr geringen Preis. Ich glaube, alles, was ich euch heute zeige, ist unter 20 Euro, also für jeden Geldbeutel sollte da auf jeden Fall was dabei sein. Ich habe echt ein paar heftige Sachen gefunden, auch ein bisschen Farbvarianten. Ihr seht schon hinter mir, da ist auf jeden Fall einiges los und ich würde sagen, ich hole direkt mal das erste Piece und dann legen wir los. Das erste Piece, was ich habe, ist einfach ein Strick-Sweater mit V-Ausschnitt, also so ein bisschen diese College-Vibes. Wollte ich einfach mal ausprobieren, ob mir sowas steht. Jetzt nicht crop geschnitten, also ein bisschen länger das Ganze. Finde ich vom Farbton echt ganz nice, hier mit den blauen Akzenten überall. Und ja, dieses Zopfmuster hat auch einen sehr, sehr nicen Look. Ich blende euch wie immer natürlich wieder ein paar Fit-Videos ein, damit ihr das Ganze ein bisschen genauer sehen könnt. Das Piece hier kostet 16 Euro. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Ich glaube, für mich persönlich, ich feiere das mit dem V-Ausschnitt ja nicht so sehr, zumindest nicht bei dem Piece hier. Und ansonsten, wenn man es feiert, kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Von daher, checkt das gerne mal aus, falls ihr sowas auch mal testen wollt. An sich so vom Zopfmuster, Farbton, alles sehr, sehr nices Ding auf jeden Fall. Ja, als zweites Piece habe ich mir diesen heftigen Strick-Sweater ausgesucht. Den feiere ich wirklich übertrieben mit dieser geilen Split-Optik. Der ist hinten übrigens nicht genauso gesplittet wie vorne. Finde ich sehr, sehr nice. Vor allem, dass das hier nicht so einen, ja, einfach mittleren Split hat. Finde ich mittlerweile echt langweilig und ausgelutscht. Hier das mit dem Schrägen hat echt einen sehr, sehr nicen Vibe, finde ich. Ich selber habe das kombiniert mit meinen Einsatz Jordan Low, auch in dem lila Ton, keine Ahnung, wie der Colorway jetzt heißt, fand ich wirklich sehr, sehr nice den Fit. Zum Sizing übrigens, ich habe hier eine M genommen, also 2-2-Size, die fitten alle sehr, sehr nice Oversize, von daher, ich kann euch auch nur empfehlen, nehmt eure normale Size. In der Beschreibung findet ihr auch immer, welche Größen ich genommen habe zu jedem Piece und ja, meine Angaben von Größe und Gewicht, von daher checkt das auch gerne mal aus, wenn ihr da unsicher seid. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, wirklich sehr, sehr wilder Strick-Sweater, kostet 20 Euro, muss man auf jeden Fall mal auschecken, wenn man so ein bisschen hier, ja, bunter unterwegs sein möchte, finde ich wirklich sehr, sehr nice den Look, also da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit dem Ding. Jetzt noch mal zu ein bisschen den schlichteren Farben, hier auch wieder ein Strick-Sweater, wirklich auch sehr, sehr nice der Look, mir gefällt vor allem hier dieses Logo, finde ich sehr, sehr nice gelungen, einfach so ein bisschen so ein abstrakter Schädel in die Richtung. Wirklich sehr, sehr nice. Hier habe ich eine L genommen, würde ich euch auch empfehlen. Fittet in der L wirklich sehr, sehr nice. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das eine M so einen krassen Unterschied gemacht hätte, aber auf jeden Fall sehr nicer Fit, muss ich sagen. Relativ dünner Strick-Sweater, also der ist ja nicht für die krassen, krassen Wintertage geeignet. Von daher, das auf jeden Fall im Hintergrund behalten. Kostet auch wieder 20 Euro, also gefühlt irgendwie alles heute hier 20 Euro. Und ansonsten kann ich nur sagen, wirklich sehr nice, diese Kombi mit dem Blau und diesem, ja, was ist das für so ein Grau-Beige-Ton-Mischung, würde ich sagen. Hier ist übrigens das Blau noch drunter genäht, wollte ich jetzt sagen, aber es ist ein zweilagiger Strick, das heißt, wenn man da nah dran ist, kann man noch das Blau ein bisschen durcherkennen. Finde ich sehr, sehr nice, den Look. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Dann dachte ich, ich wage mich auch mal an die Cardigans ran, weil die sind ja aktuell sehr, sehr im Trend. Und ich finde den Look eigentlich auch echt ganz nice. Aber ich glaube, mir persönlich steht das Ganze einfach nicht so. Oder ich habe da noch nicht das Richtige gefunden. Hier einfach so ein ganz basic grauer Oversize Cardigan. Jetzt nichts Besonderes. Auch hier Knöpfe komplett in Grau. Also einfach all grau dieses Ding, all gray. Ja,
Nichts Besonderes, einfach, wie gesagt, ein Cardigan hier. Ich habe hier eine M genommen, also vom Fit. Der ist auf jeden Fall oversized. Sitzt auch eigentlich ganz gut, aber irgendwie bin ich da noch nicht so fein mit. Mir gefällt das, glaube ich, einfach nicht oder mir steht das nicht. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, ob ich das tragen kann oder nicht. Aber ja, für jeden, der sowas sucht, auf jeden Fall mal auschecken. Hat, glaube ich, 17,60 Euro gekostet. Genau. Von daher kann man es auf jeden Fall mal auschecken. Ansonsten einfach halt ein schlichter Cardigan, einfarbig in Grau. Da macht man auf jeden Fall nichts mit falsch. Jetzt kommen wir mal zu meinem Favorite Piece, was ich euch heute vorstelle, und zwar dieser grüne Strick-Sweater. Ich muss sagen, der Farbton einfach mega, mega krass. Ihr seht, ich habe gerade selber einen grünen Hoodie, grünen Sweater an aus der Ada Era X Zara Collab. Und der hier ist auf jeden Fall ein Ticken dunkler. Und ich muss sagen, der Grünton, ich finde den wirklich mega, mega krass. Vor allem in Kombi mit den New Balance, die ich habe in Grün, auch sehr, sehr nicer Look, muss ich sagen. Und einfach, ja, dieses schwarze Muster hier drauf, finde ich, wirkt einfach sehr, sehr, sehr krass und sehr nicer Fit, kann ich nichts gegen sagen. Mega, mega krasser Hoodie, auch übrigens wieder 20 Euro. Von daher macht man da auf jeden Fall nichts falsch mit. Müsst ihr unbedingt mal auschecken. Einfach noch so ein bisschen Farbe mit reinbringen ins Outfit und jetzt auch nicht so krass wie der andere jetzt mit dem lila Babyblau. Das hier ist jetzt so ein bisschen nicht so laut, würde ich sagen. Von daher checkt das gerne mal aus. Hier übrigens habe ich eine L genommen. Von daher sehr nicer Fit. Sehr geiler Look, kann man nichts gegen sagen, finde ich mega, mega geil auf jeden Fall den. Als nächstes Piece habe ich mal einen schwarzen Sweater, hier allerdings noch mit so grauen Flammen drauf. Kennt ihr wahrscheinlich, haben schon viele, viele Brands rausgebracht. Ich selber wollte mal bei Weekday kaufen, aber da war der immer ausverkauft. Deswegen hier jetzt von Boo Man, einfach so ein simpler Sweater, kann man immer sehr, sehr nice kombinieren, finde ich. Kostet auch übrigens 20 Euro, auch wieder hier in der L habe ich den genommen. Und vom Fit her, könnte ein bisschen kürzer sein, wenn ich mich recht erinnere. Ihr seht es ja wieder im Fit-Video eingeblendet, aber ansonsten wirklich auch ein sehr, sehr stabiles Ding. Hat einen sehr nicen Look, vor allem hier mit den Flammen, einfach die Akzente. Mal ein bisschen was, nicht was anderes, hat man ja schon oft genug gesehen. Aber wer so einen noch sucht, jetzt bei Boo Man, könnt ihr den auf jeden Fall euch holen. Und wie immer sind natürlich alle Produkte, die ich euch heute hier vorstelle, unten in der Beschreibung verlinkt. Mit der Größe, die ich anhatte und meinen Körpermaßen. So könnt ihr natürlich auschecken, was ihr jetzt für eine Größe benötigt. Und falls ihr über die Links einkauft, kriege ich eine kleine Provision, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Von daher macht das gerne, wenn ihr mich supporten wollt. Und danke. Als nächstes habe ich mal einen, nicht gerade schlichten schwarzen Sweater ausgesucht, weil das so ein, schwarzer Stricksweater, aber was man da jetzt nicht direkt auf den ersten Blick sieht, ist, dass er so eine Art Puffer-Optik hat, kann man eigentlich sagen. Also der hat wie eine Pufferjacke hier so eingenähte, Puff-Elemente, also einfach Strickelemente, die ein bisschen dicker sind. Dadurch hat er so einen etwas so einen Puffer-Look, an den Ärmeln übrigens auch komplett durchgezogen. Finde ich sehr nice, den Look ist mal ein bisschen was Ausgefalleneres, obwohl es trotzdem einfach schlicht schwarz ist. Und wenn man da nicht genau hinguckt, dann sieht man es auch jetzt nicht direkt auf den ersten Blick. Also ist natürlich schon deutlich auffälliger, aber man wird es jetzt nicht direkt sehen. So. Von daher checkt das gerne mal aus. Habe ich übrigens auch hier in der L genommen, hat auch 20 Euro gekostet, wenn ich mich recht erinnere. Und wirklich mal ein bisschen was Besonderes, aber trotzdem halt ein komplett schlicht schwarzer, Strickpullover einfach. Jetzt sind wir schon beim letzten Piece angekommen, was ich euch heute zeige. Und das ist wieder ein schwarzer Stricksweater mit ein paar mehr Details. Das ist jetzt nicht so eine Puffer-Optik oder sonstiges, ist einfach nur ein dickerer Stricksweater, der wieder zweilagig ist. Das heißt, hinter der ersten Lage hier ist wieder eine weiße eingenäht. Das heißt, man kann hier immer die weißen Akzente noch durchsehen. Finde ich sehr, sehr nice. Damit diesen weißen Pipes noch einfach noch ein bisschen interessanter gemacht und einen relativ engen Kragen oben, finde ich sehr, sehr nice. Habe ich hier auch wieder in der L genommen, kostet übrigens diesmal auch nur 16 Euro das Piece, also auf jeden Fall sehr, sehr nicer Kopf für den Winter, um warm zu bleiben, für sehr wenig Geld. Von daher checkt den gerne mal aus, fand ich sehr, sehr nice den Fit. Und das war es jetzt auch mit dem Video für heute. Ich hoffe, die Pieces haben euch gefallen. Waren auf jeden Fall ein paar sehr, sehr frische Sachen dabei, wie ich persönlich finde. Bin schon gespannt, wie ihr die Sachen findet. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt wieder aktiv Videos rauszuhauen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich jetzt wirklich jede Woche wieder ein Video raushaue. Ich versuche jetzt alle zwei Wochen ein neues Video zu bringen. Von daher abonniert mich gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Video.